und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal des Auditoriums. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute kommen Freunde der guten alten Analogwiedergabe mal wieder voll und ganz auf ihre Kosten. Denn es soll um den neuen Concept Signature Plattenspieler der Plattenspielermanufaktur Clear Audio aus Erlangen gehen. Clear Audio ist ein familiengeführtes Unternehmen in zweiter Generation, welches wirklich wunderschön klingende und optisch extrem schön anzusehende Plattenspieler baut. Als Beispiel ist hier mal der Innovation Compact aus unserer Vorführung zu nennen, an dem sich viele Kunden regelmäßig die Nase platt drücken. Clear Audio gilt als einer der ganz großen Analogspezialisten der Branche. Das ist auch daran zu erkennen, dass viele HiFi-Hersteller sich ihrerseits von Clear Audio beliefern lassen. Ein gutes Beispiel dafür ist der amerikanische High-End-Hersteller Macintosh. Dieser lässt seinen Macintosh MT5-Plattenspieler in Erlangen bauen. Ein weiteres prominentes Beispiel dafür ist die britische Verstärkermanufaktur Name, welche ihren Name Solstice-Plattenspieler inklusive legendärem Name Aro-Tonarm von den Franken fertigen lässt. Lediglich der Phono-Vorverstärker sowie das Plattenspieler-Netzteil stammt dann noch aus Salisbury. Tatsächlich könnte man die Liste noch weiter ausführen, an dieser Stelle soll das aber erstmal reichen. Ich finde jedenfalls, wenn sich sogar HiFi-Hersteller auf die Qualität von Clear Audio verlassen, ist das ein Indiz für ein qualitativ hochwertiges Produkt, was man dann auch dementsprechend gerne kauft. Hier bin ich scheinbar nicht der Einzige, der so denkt, denn Clear Audio hat seit der Markteinführung 2009 über 22.000 Stück seines Einstiegsmodells des Concepts verkauft. Dieser analoge Kassenschlager wurde nun um einige sinnvolle Features erweitert. Welche technischen Neuerungen das Gerät aufweist, behandeln wir im ersten Teil dieses Videos. Danach geht es dann wie immer erst einmal um das Design und schlussendlich um den Klang. Viel Spaß! Grundsätzlich ist es erst einmal wichtig zu erwähnen, dass der Concept eine Plug-and-Play-Lösung ist, die vormontiert ab Werk bei euch zu Hause ankommt. Ihr müsst euch also keine Sorgen mehr machen, irgendetwas falsch einzustellen und so womöglich nicht das volle Klangpotenzial des Geräts auszuschöpfen. Nur ein paar Kleinigkeiten müssen von euch zu Hause noch eingestellt werden. Die Auflagekraft ist eine davon. Dazu nehmt ihr das in der Verpackung befindliche Gegengewicht und schiebt es bis zu der durch einen Gummiring vormarkierten Stelle vor. Als nächstes solltet ihr dann den beiliegenden Flachriemen aufspannen sowie den Plattenteller aufsetzen. Als letztes sollte das Laufwerk dann noch über die höhenverstellbaren Füße in Waage gebracht werden sowie mit dem sehr hochwertigen Phono-Kabel an den Verstärker angeschlossen werden. Der ganze Installationsprozess dauert ungefähr 5 Minuten und der Vinylspaß kann losgehen. Einfacher geht's nicht. Kommen wir zu den Merkmalen, welche gegenüber dem Vorgänger identisch geblieben sind. Der Kern des Laufwerks besteht immer noch aus einer mitteldichten Holzfaser und auf der Oberfläche finden wir eine satinierte Kunststoffoberfläche. Dieser Materialmix führt zusammen mit dem sehr massiven und in sich hervorragend bedämpften Pommteller zu einer äußerst effektiven Minimierung von Resonanzen, die ansonsten den Abtastprozess stören würden. Der Pommteller sitzt auf einem sehr präzise mittels CNC-Fräse gefertigten Subteller auf. Am Ende des Subtellers findet sich eine polierte und gehärtete Stahlachse, welche in einem Bronzelager auf einem Teflonspiegel läuft. Die ganze Konstruktion ist dadurch insgesamt sehr leichtläufig und reibungsarm. Was ist neu gegenüber dem Vorgänger? Der ganze Antriebsstrang wurde komplett erneuert. Es gibt jetzt eine neue spezielle Motoraufhängung, welche in modifizierter Form vom Referenz Jubilee übernommen wurde. Sie besteht aus mehreren Gummiringen, welche den Motor komplett vom Chassis entkoppeln. Dadurch werden ungewünschte Motorvibrationen effektiv vom Abtastprozess ferngehalten. Ebenfalls neu ist die hier neben dem Motor zu sehende sogenannte Tacho Speed Control. Dabei handelt es sich um eine Regelungstechnik, welche die Geschwindigkeit des Plattenspielers überwacht und in Echtzeit Rückmeldung an die im Gerät verbaute Steuerungselektronik gibt. Somit kann jetzt sofort auf sich ändernde Einflüsse, wie zum Beispiel eine nachlassende Riemenspannung oder Temperaturschwankungen, reagiert werden.
Auch ein sehr schwerer Plattenpuck oder Klaudios Outer Limit Ring, mit dem ihr eurem Laufwerk im Nachhinein ein Upgrade spendieren könnt, führt zu keiner Veränderung im Gleichlauf mehr. Bei dem alten Konzeptplattenspieler musste man in diesem Fall mittels Stroboskopscheibe und einem kleinen Schlitzschraubenzieher an den hinten am Gerät befindlichen Einstelltrimmern die Geschwindigkeit nachregeln. Außerdem erwähnenswert ist, dass es am Konzept jetzt einen harten Ein- und Ausschalter gibt. Schaltet ihr das Gerät aus und wieder ein, kalibriert der Konzept seine Geschwindigkeit automatisch neu. Sollte es trotz aller genannten Maßnahmen dann dennoch einmal zu Problemen im Gleichlauf kommen, kann man den Plattenspieler manuell zu einer Neukalibrierung zwingen. Dazu drückt man die hinten am Plattenspieler befindliche Reset-Taste, während das Gerät eingeschaltet ist, für 5 Sekunden und der ca. 10 Minuten lang andauernde Kalibrierungsprozess startet. Die Gleichlaufwerte des Konzepts wurden laut Klaudio durch die genannten Neuerungen extrem verbessert. Ich habe das natürlich kontrolliert und tatsächlich hält der neue Konzept die Geschwindigkeit perfekt auf 33 1/3. Hier hat der alte Konzept definitiv das Nachsehen. Man sieht bei ihm unter dem 300 Hertz Stroboskoplicht, wie die Kontrollstriche ganz leicht abwandern. Bei dem neuen Konzept Signature stehen sie hingegen absolut auf dem Punkt. Rega-Plattenspieler sind in der Hinsicht, wenn wir schon dabei sind, ebenfalls etwas problematisch. Die Modelle Planar 1, 2 und 3 ohne externe Motorsteuerung schaffen es in der Regel auch nicht wirklich, den Gleichlauf perfekt zu halten. Perfekte Kombinationen für den neuen Konzept Signature Plattenspieler wären alle Klaudio MM-Systeme sowie die hier zu sehenden, schon etwas ambitionierteren Konzept MC-Systeme. Mögliche Tonarme wären der freischwebende, magnetisch gelagerte Konzeptarm, der klassisch kardanisch gelagerte Satisfy Kardan oder der neue Profiler. Der Konzeptarm ist zwar der günstigste unter den drei genannten Tonarmen, verfügt aber über die außergewöhnlichste Aufhängung. Die Aufhängung besteht aus zwei sich anziehenden Magneten, welche über ein Drahtseil allerdings davon abgehalten werden, sich dann letztendlich zu berühren. Dadurch habe ich das perfekte Tonarmlager, nämlich eines, was gar keine Reibung mehr aufweist. Was soll ich sagen? In Sachen Design sucht der Konzept meiner Meinung nach seinesgleichen. In der hier zu sehenden komplett schwarzen Variante mit schwarzem Satisfy Kardan-Arm sieht er einfach unfassbar edel und schlicht zugleich aus. Das Design ist absolut modern und besitzt gleichzeitig eine Zeitlosigkeit, wie ich sie sonst nur von Bang & Olufsen oder auch Braun-Produkten kenne. Vor allem die hier zu sehende aufpreispflichtige Massivholz-Variante sieht in meinen Augen einfach super aus. Designtechnisch neu ist der beleuchtete Tastregler, über den ich den Plattenspieler auf 33 1/3 einschalte. Beim überarbeiteten Concept Active mit regelbarem Kopfhörerausgang wird der Tastregler zudem die eingestellte Lautstärke anzeigen können. Ein Klick und das Gerät ist auf 33 1/3. Ein weiterer Klick und das Gerät ist auf 45. Halte ich den Knopf lange gedrückt, schaltet er sich aus. Neben dem Tastregler befindet sich zudem eine LED-Anzeige, die euch anzeigt, welche Geschwindigkeit gerade angewählt ist. Außerdem findet sich auf der Oberfläche des Plattenspielers noch ein verschnörkelter Concept Signature Schriftzug. Das alles zusammen lässt den Concept Signature meiner Meinung nach noch mal ein gutes Stück edler wirken als sein Vorgänger. Insgesamt zählt der Concept für mich, ob nun in der neuen oder in der alten Version, zu den schönsten Plattenspielern, die es in seiner Preisklasse gibt. Natürlich lässt sich darüber, wie aber auch über den nun folgenden Punkt der Klangbeschreibung, wie immer vortrefflich streiten. Kommen wir zum Klang. Kombiniert man den neuen Klaudio Concept Signature mit einem Klaudio Tonarm sowie Tonabnehmer, so landen wir tonal gesehen eher im sonoreren, warm spielenden Plattenspielerlager. Ich persönlich finde diesen leicht angewärmten, klassischen Vinyl-Sound sehr, sehr schön. Das Problem, was ich mit zu nüchtern aufspielenden Plattenspielern habe, ist, dass sie zwar unfassbar fein und schön klingen, wenn die Pressung gut ist. Ist die Pressung hingegen nicht so gut, klingen sie in der Regel zum Davonlaufen. Gute Beispiele dafür sind sehr schrill aufgenommene Ramones-Platten oder zum Beispiel im Bass total kastrierte Beatles-Alben. Bei dieser Art von Musik geht der Vinylgenuss dann schnell verloren.
Nicht so beim Concept Signature Plattenspieler. Er zeigt einem zwar natürlich auch auf, dass die Aufnahme jetzt nicht so berauschend ist, man kann die Musik aber immer noch wunderbar genießen. Ergo schränkt der Concept Signature Plattenspieler den Hörer in seiner Musikauswahl nicht ein. Ausgestattet mit den hier zu sehenden Clear Audio MC-Systemen, holt der Concept erstaunlich viele Details aus der Rille. Die Bühne ist in der Tiefenstaffelung und Breite entsprechend der Preisklasse gut. Hier geht zwar noch einiges mehr, wenn ihr auf hochwertigere Plattenspieler geht, diese kosten dann aber dementsprechend auch deutlich mehr. Insgesamt merkt man, dass der neue Concept im Vergleich zum alten sehr viel impulsgenauer ist und Stimmen und Instrumente sehr viel konturenschärfer darstellt. Es ist ein bisschen schwer zu beschreiben, aber mit dem neuen Concept klingt alles sehr viel solider, ausdrucksstärker und genauer. Zu erwähnen ist noch, dass ihr den Concept über die erhältlichen Zusatznetzteile klanglich weiter upgraden könnt. Da wären zum einen das Professional Power 12 Volt, welches eine noch stabilere und besser gefilterte Gleichstromversorgung für den Motor des Concepts liefert. Dadurch führt es dann natürlich auch zu einer gleichmäßigeren Motorleistung. Außerdem gibt es noch das auf die Spitze getriebene, akkubetriebene Gleichstromnetzteil, das Smart Power 12 Volt. Vollständig vom schwankenden Stromnetz entkoppelt, bringt es im Vergleich zum Professional Power noch mehr Ruhe ins Klangbild. Mein Fazit zum neuen Concept fällt also klanglich und auch designtechnisch durchweg positiv aus. Ich hätte mir für den aufgerufenen Preis von 2.500 Euro für die günstigste Laufwerk-Tonarm-Tonabnehmer-Kombination vielleicht allerdings noch eine beiliegende Haube gewünscht. Das war's auch schon wieder. Solltet ihr den neuen Concept im Vergleich zu seinem Vorgänger einmal hören wollen, so seid ihr herzlich eingeladen, einen Termin in einer unserer Filialen in Hamm, Hamburg oder auch Münster zu machen. Gerne könnt ihr das Gerät auch im Vergleich zu anderen Plattenspielerherstellern, wie zum Beispiel Rega, Technix oder auch Torrens, hören, um herauszufinden, welcher Plattenspieler zu euren Hörgewohnheiten am besten passt. Den Link dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiederhören!